Die Selbsthilfebuchautorin Marianne Williamson ist aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten ausgestiegen. Die 71-jährige Herausforderin von Präsident Joe Biden galt von Anfang an als chancenlos. Bei der ersten Vorwahl der Demokraten im Januar im Bundesstaat New Hampshire erzielte sie nur 4% der Stimmen und das, obwohl Biden technisch gesehen gar nicht teilnahm. Bei den anschließenden Abstimmungen in South Carolina und Nevada schnitt sie sogar jeweils noch schlechter ab. Am Mittwochabend warf die Autorin dann das Handtuch und wünschte auf Instagram: Möge die Liebe sich noch durchsetzen in unseren Herzen und in der Welt. Biden hat bei den Vorwahlen der Demokraten keine ernsthaften Herausforderer, obwohl viele Demokraten der Auffassung sind, der Amtsinhaber sei mit 81 Jahren zu alt für eine erneute Präsidentschaftskandidatur. Derzeit läuft alles auf ein erneutes Duell zwischen Biden und seinem Vorgänger Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November heraus.